In jedem Horrorfilm gibt es ein Telefon, das darauf wartet zu klingeln. Hallo? Ein Opfer, das darauf wartet zu schreien. Einen Killer, der darauf wartet zuzuschlagen. Perfekt, einfach toll. Und tödliche Streiche, die gespielt werden wollen. Verdammt! Aber von Streich zu Streich. Hey, wie geht's? Wird der Killer dümmer. Wisst ihr schon, Screw wurde erledigt, exekutiert, liquidiert und gelyncht. Ach du dickes Ei. Ich werde nie eine Freundin kriegen. Und die Schüler machen sich vor Angst in die Hosen. Kapiert es endlich, wir sind alle in Lebensgefahr. Der Killer scheint immer genau zu wissen, wo wir sind. Komm her! Der Killer muss einer von uns sein. Halt die Klappe! Hä? Wie oft haben wir uns das anhören dürfen, hä? Wenigstens in der Schule sind wir sicher. Hi, Chucky. Willst du spielen? Jetzt. Ihr müsst Regeln befolgen, wenn ihr überleben wollt. Werden die im Unterricht abgefragt? Die Regeln werden immer härter. Nummer 1. Alles wird übertrieben. Nummer 88. Akzeptiert das Lächerliche als logisch. Das ist doch lächerlich! Weiter. Sexuelle Anstrengungen. Gott segne Viagra. Sind stets witzig. Oh, heiß. Sie ist platt! Dabei trage ich doch C-Körbchen. Egal, ich lass ihn noch mal vergrößern. Der Killer ist leise. Hä? Oh! Aber tödlich. Hören Sie das? Oh, tut mir leid. Eine Komödie, die so spannend ist, dass es wehtut. Überraschung! Du bist sicher keine Lesbe? Ich war's in den Ferien einmal. Schrei! Achtung! Wenn du weißt, was ich letzten Freitag, den 13. getan habe. Das darf nie passiert sein. Nein, nicht in echtes!